Hi, hier ist meine Waffe. Ich möchte sehr gerne einen Schießstand mieten. Sicher. Brauchen Sie eine Einweisung, bevor Sie anfangen? Hallo? Das ist ein Schießstand. Ich glaube, das kann ich. Halt! Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Hey, Brian, du hast nicht zufällig einen Metalldetektor? Schön, Stewie, du hast eine Medaille. Toll. Wittere ich da einen Hauch von Neid? Stewie, fandest du es nicht seltsam, dass jeder eine Medaille gekriegt hat? Du hast nichts gewonnen. Die ist für die Teilnahme, die kriegt jedes Kind, das einen Puls hat. Und wie jede andere Medaille und jeder Preis in deinem Leben bedeutet sie gar nichts. Was? Stewie, es tut mir leid, ich hätte das nicht sagen sollen, das war gemein. Geht es auch langsamer? Nein, 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 nein! Wie konnte ich nur so ein Narr sein? Das ist eine Wand der Lügen! Und das ist ein Loch der Lügen! Alles, was ich je gewonnen habe, ist wertlos! Ihr werdet mich nicht länger zum Narren halten! Oh nein! Ist schon gut, Stewie, ruhig bleiben. Dafür haben wir einen Feuerbeauftragten im Haus. Okay, wenn ich euren Namen vorlese, antwortet bitte mit hier. Griffin, Mac. Das heißt Mac. Sorry, sieht aus wie Mac. Griffin, Liam. Das heißt Lois. Nochmal, bitte antwortet mit hier. Tut mir leid, ihr Spaßsuchenden. Schlittenfahren ist hier verboten. Was? Das ist ja jetzt Quatsch. Zu viel Weichei-Eltern verklagen die Stadt, wenn sich Kinder den Finger verstauchen oder den Schädel einer Stoßstange zerschmettern. Schlittenfahren ist in Quahog ab jetzt untersagt. Das können sie nicht tun. Soweit mir bekannt ist, leben wir im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Dachte Kevin Spacey auch. Und ich lasse mir von niemandem sagen, wo ich Schlittenfahren darf und wo nicht. Ja, Sie haben recht. Alle Macht im Volke. Die ganze Welt sieht uns zu. Die ganze Welt sieht uns zu. Was war das gerade? Ist doch egal, wer als erster unten ist. Oh mein Gott! Ruf meine Mom an, ich hab mir den Schädel einer Stoßstange zerschmettert. Na dann ist keine losgehen, ihr Idioten. Wir haben einen neuen Schüler, Chris Griffin. Begrüßt ihn alle mit einem Ey! Ey! Ist ja doch toll. Kaum bist du da, hast du schon jede Menge Brüder. Komm her, lass dir in die Wange kneifen, kleiner Bruder. Sie demonstrieren Zuneigung und Dominanz. Griffin? Wo ist das Uchi oder das Galotta am Ende? Bist du Jude? Nein. Stimmt das, dass man den Juden den Pimmel mit der Axt abhackt? Mein Onkel ist Jude. Völlig fertig, der Typ. Ey, Klappe zu, es ist 9.30 Uhr. Wir müssen Mittag essen. Wir machen es uns hier gemütlich. Ne Piccata, schönes Kalbfleisch. Rocco hier hat das Kochen im Knast gelernt. Gut, macht euch alle die Hände schmutzig. Wir essen in 10 Minuten. Wow, das ist viel besser als die Friseurschule, wo ich nicht aufhören konnte, den Stuhl hochzufahren. Können Sie oben ein bisschen wegnehmen und die Seiten etwas kürzer machen? Heute fahren wir nur den Stuhl hoch. Ich bin froh, dass du die Kinder überredet hast, die Schule zu schwänzen. Ich auch. Hey, vielleicht kommen wir ins Fernsehen, wenn wir unsere Hemden ausziehen und aufs Spielfeld laufen. Ich denk nicht dran, meine Bluse auszuziehen. Wie? Ah! Das ist doch Schnee von gestern. Peter! Angreifen, Sox! Angreifen! Oh, hey! Hier, bitteschön, Brian. Was ist das? Eine Einladung zu Max' Party. Ich bin der Partyplaner. UAWG. Du kannst es gleich tun, wenn du willst. Na gut, ich komme zu Max' Party. Nein, du musst die UAWG-Hotline anrufen. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich warte. Tut. Willst du nicht abheben? Ich gehe doch nicht nach den ersten zweimal Leuten ran. Ich bin beschäftigt. Vielleicht bin ich im anderen Zimmer. Tut. Oh, komm schon! Hallo? Stewie? Nein, hier ist Stewies Haushälterin, Mrs. Pennyapple. Ich sehe mal, ob er da ist. Stewie? Ja, Mrs. Pennyapple? Hier ist ein Anruf für Sie. Wer ist dran? Hat er nicht gesagt? Dann finden Sie es raus, ja? Wer spricht da? Hier ist Brian. Es ist Brian! Oh, Brian. Vermutlich sein UAWG-Anruf wegen Megans Party. Hallo, Brian. Hi, Stewie. Was kann ich für dich tun? Ich komme zu Megs Party. Oh, wie schön. Würdest du das bitte Mrs. Pennyapple mitteilen? Hallo, hier ist Mrs. Pennyapple nochmal. Also, das heißt, sie kommt zu zweit, Brandon? Brian. Ryan? Brian. Mitchell? Was? Auf Wiederhören. Oh, Brian, du bist da, Gott sei Dank. Hi, Stewie. Hast du den Kaffee gemacht? Nein, es war wahrscheinlich Lois. Er war schon fertig. Trink das nicht! Hey, das war ein Geschenk der Crew von Glassholes. Hast du von dem Donut abgebissen? Ja, er stand auf der Theke und wenn schon. Wie lange ist das her? Weiß nicht, 5 Minuten. Dann ist noch Zeit. Oh,
Bist du verrückt? Vertrau mir, ich will nur das Beste für dich. Tja, ich fühle mich sehr dünn und wunderschön. Und ich habe noch meinen Donut. Warum machen das nicht alle? Machen Sie. Ich habe hier ein Paket für Brian Griffin. Das bin ich. Brian, nicht! Stewie, was ist hier los, verdammt? Es tut mir so leid, Brian. Penelope wollte, dass ich dich umbringe, weil du wolltest, dass wir uns trennen. Aber ich hab's nicht übers Herz gebracht, also hat sie gesagt, dass sie dich umbringt und... Das geht sie nichts an. Das war komisch. Was hat er gemacht? Jedenfalls will Penelope dich umbringen! Ich hab gewusst, dass sie böse ist. Wir müssen dich in Sicherheit bringen. Alter, verschwinde hier! Stewie, aus dem Weg! Penelope, ich kann das nicht zulassen! Stewie, sie ist ein Jahr alt. Ich glaube, ich schaffe das allein. Gut, Stewie, du bist dran. Zeitlupenangriffssprung! Dem bin ich nicht gewachsen. Vielleicht kann ich ihn mit einem elektromagnetischen Impuls deaktivieren. Dich von meinem Hund fern. Na schön, Stewie, wie du willst. Aber eine Sache noch. Was? Das war wunderschön. Ich sag meinen Freunden, dass ich sie geknallt hab. Hast du alles vorbereitet? Sobald Chris nach vorn geht, wird mein Freund der Videofreak die Sache in die Hand nehmen. Okay, Mick, wir haben folgende Abmachung. Ich werde das für dich machen und dafür erlaubst du mir, heute Abend an dich zu denken, wenn ich in der Badewanne sitze. Gut, Neil. Super. Vielleicht nehme ich heute mal die linke Hand. Ein Fremder in der Wanne. Bevor wir anfangen, möchte Chris Griffin den angesagten Kids etwas mitteilen. Hi Leute, ich wollte nur sagen, der Club der angesagten Typen trifft sich heute Nachmittag um 3:30 und wir lehnen uns wieder lässig an Tim Bregners SUV. Findest du mich scharf? Ich find mich scharf und würd's mir hart besorgen. Hey, was ist das? Hast du dich irgendwo reingesetzt? Hey, ja, Mahata, Happa, Hetta, Hota, Samala, Halamaya! Chris Griffin ist ein Freak! Was für ein Loser! Okay, ich bin schwul. Oh, ich bitte euch, ich bin's doch, Griffa! Es steht dir nicht mehr zu, so zu reden! Conny, die Person, die sie gedemütigt hat, wurde eben selbst gedemütigt. Und nach den Highschool-Vorschriften sind sie jetzt wieder angesagt. Du hast es geschafft, Conny. Danke für deine Hilfe. Jetzt bleiben wir wohl keine Freundinnen mehr, oder? Absolut nicht. Darf ich wenigstens nachher in der Badewanne an dich denken? Nein. Ich mach's trotzdem.